Aloha, my friends. Meinen Platz hier halte, aber gut, probieren wir es mal. Aloha, my friends. Ich dachte, sorry, es ist noch etwas ruhiger morgen, weil ich bin heute extra früh aufgestanden. Ich wollte Sunrise so irgendwie miterleben, aber für Sunrise war ich dann doch etwas zu faul, also war es so mit Sunrise, wo ich aufgewacht bin. Und bin einfach mal rausgegangen. Und das Einzige, was diese eigentlich sehr idyllische Situation hier gerade komplett ruiniert, ist die Baustelle da hinten. Ja, sogar in Hawaii gibt es unnötige Baustellen. Yeah. Aber okay. Warum sitze ich hier? Vielleicht aus dem Grund, weil ich nie dachte, dass ich einmal in meinem Leben ein Video so beginnen werde, nämlich mit Aloha. Das hört sich natürlich mal wieder so 0815 an, aber dass ich mal in Hawaii sitzen werde, habe ich mir nie gedacht. Es war so ein, natürlich, ich meine, wer träumt nicht irgendwie davon. Es ist irgendwie so ein, das Non-Plus-Ultra an Urlaubsorten, aber ein sehr irrealer Traum war das bei mir schon immer. Und ja, ich würde mal sagen, the perks of being an Au-pair haben mal wieder so richtig zugeschlagen und ich genieße noch einmal so richtig, was eben die Vorteile an diesem Programm sind. Und zwar sieht ihr mich in diesem Video ganz sicher nicht. Wäsche aufhängen, Geschirrspüler ausräumen und was nicht, sonst alles, sondern ihr seht mich beim Entspannen, bei Kids Duty am Pool und bei ganz viel Schäfeis essen. Speaking of Schäfeis, okay, also da fangt es jetzt einmal an. Schäfeis, wenn ich weiß, was das ist, ist nicht typisch Hawaii-ish. Wow, das habe ich jetzt schön gesagt. Das gibt es eh an mehreren Orten, wo die Sonne so schön scheint. Aber es ist basically wirklich einfach so eine, so ein Cone-shaped Ding, so ein Kugelding voll von so Eis und dann hauen die so, ja, was heißt, ist das Zuckerwassersirup drüber. Und ja, ich hatte noch nie ein Shave-Eis und habe jetzt, das hat sich jetzt geändert, ich habe meine erste Shave-Eis-Experience gehabt und gehe da schön hin und bestelle mir ein Banana, Mango und Pineapple Shave-Eis. Ich weiß nicht, falls manche da unter euch schlauer sind als ich, ganz bestimmt sogar, können schon erahnen, dass das alles so circa dieselbe Farbe hat. Und zwar den verdammt selben gelben Ton. Und ich wollte natürlich ein Shave-Eis, das somewhat fotogen ist und damit ich ein schönes Bild und ein Instagram-worthy Bild und so machen kann. Tja, das hat alles nicht so geklappt, weil das war dann einfach dann eine riesen fette Kugel gelb und hat so ausgesehen wie Dog in the Snow. Das war das Kommentar meiner Hostmama. Hat mich auch sehr gefreut. Ja. Könnt ihr euch vorstellen. Es hat erstmal gut geschmeckt. Also Banane war mein Favorit, aber sah nicht so appetitlich aus. Weil meine Hostmama hat so einen schönen Rainbow da gezaubert mit Vanilla und weiß nicht was, Blue Raspberry und whatever. Aber meins war halt einfach ein gelber Haufen Schnee. Eis. So. Just yeah. So funny. Comes out completely yellow. Looks like kind of the ultimate. Yeah. Sure. Like, nah. Ja, und der nächste Flieger kommt in Paradise an. Wäre cool, wenn da wer von euch drin sitzt. Also, was haben wir jetzt so gemacht? Ich wollte ein bisschen was von meinem Schedule mal so erzählen, weil ich einfach sehr wenig zum Filmen gekommen bin. Weil, das passiert mir selten, aber hier ist es einfach teilweise unnötig, die Kamera rauszuholen, weil es eh am Bild nicht halb so cool aussieht und weil es eh, ja, nicht wirklich einen Sinn macht. Also, erzähle ich mal so kurz. Wir haben bis jetzt eine Whale-Watching-Tour gemacht, die minder erfolgreich war, weil wir, ja gut, wir haben einen Finn gesehen, aber das Problem ist halt, die Wale, die Humpback-Whales, die schwimmen, ich wollte gerade sagen fliegen, jetzt mit April wieder runter nach Alaska, also es war einfach die Chance schon sehr slim, dass wir da noch irgendwas, oh Gott, ich muss, Entschuldigung, Deutsch, Englisch, es war die Chance schon sehr gering, dass wir da noch irgendwie Wale sehen, aber jo, einen Finn haben wir so raus ploppen gesehen, aber das war es dann eigentlich schon. Aber es war trotzdem ganz cool da oben. Also alles, was ich habe, ist ein wunderschöner Shot, glaube ich, von mir, super windy, irgendwie verwirrt auf diesem Boot, weil es war echt extrem windig.
Also von den Walen, wenn ihr ganz genau schaut, könnt ihr, glaube ich, so einen kleinen Fin hochpoppen sehen. Once again, guten Morgen in Hawaii. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer Whale-Watching-Tour, also wünscht mir Glück, dass ich ein paar Sharks spotte und für euch einfange. I want to hear it say ha. Okay, look, ha. You've taken a right turn on. Wow. Okay, this water is seriously turquoise. Wir dann auch noch so eine Schnorkeling-Tour gemacht und die war eigentlich sogar auch etwas unerfolgreich, aber für mich trotzdem Hammer, weil der Plan war eigentlich, Delfine zu sehen, was ja nicht der Fall war, weil die guten Delfine nicht mitgespielt haben, sie waren nicht da. Aber wir sind trotzdem Snorkeling gegangen und einfach mitten im Pazifischen Ozean einfach mal vom Katamaran runtergehüpft. Wo ich mir schon dachte, ja, also die Arktis ist so schon kalt bei jeder Airconditioning und so. Also, weiß nicht, wie sie das macht im Pazifischen Ozean, aber da hat man dann echt so einen Adrenalinkick bekommen und das war eigentlich echt kein Problem, ich bin da reingehopst. Und oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich da reingehopst, weil das hat so unglaublich schön ausgesehen. Also, ich habe noch nie was etwas Vergleichbares bis jetzt erlebt. Let the snorkeling fun begin. We got your soul. Das ist ausgehalten, aber man merkt irgendwie gar nicht, das ist so ein kleiner Adrenalinkick. Wir suchen jetzt noch Sea Turtles und hoffen, wir finden die noch, aber es ist so unglaublich. Und die spielen Country Music, also ich kann mich gerade echt nicht beschweren. In war, there's never an option to run. Okay, es geht zurück. Oh,
zu Ende und es hört sich noch immer irreal an, zu sagen, dass man gerade in Hawaii steht. Ich habe auch gerade wieder einen von diesen unglaublichen Sonnenuntergängen gesehen. Also da ist nicht mehr viel davon übrig und es ist auch einfach unmöglich, das mit Kamera einzufangen. Aber ja, ich habe es versucht. Another day in paradise. Yeah. We crossed the borderline into our dream. Nothing will ever be as real as this. The flames won't burn our skin. We're thick as thieves. And we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away. Some other place. Show me your tail real quick. Okay, also meine kleine badet. Oh, warte, jetzt kann ich so. Also ich bin gerade bei so einem typischen Luau, also diesen Hawaiian-Festivities, und ich muss jetzt auch gleich los, weil die Show beginnt gleich. Aber ich wollte euch noch erstes mal diesen wunderschönen Strand, den fast Sonnenuntergang zeigen und dieses coole Plumeria-Bracelet. Ich finde das einfach so cool. Also ja, überall sind Blumen, Muscheln und etc. um mich. Warte, die gehen jetzt alle irgendwo hin. Irgendwas verpasse ich da gerade. Naja, das musste vorher noch geklärt werden. Da sind die Parrots, die melden sich auch kurz zur Stelle. Also okay, los geht's. Oh. Sehr cool finde ich, dass da voll viele Leute laufen sind. Das finde ich Hammer. Das sollte ich auch mal machen. Das will ich morgen machen. Das meinst du? Mal schauen. Ich meine, wenn man schon mal in Hawaii ist, muss man einmal laufen gehen, finde ich. Sagen, dass die Zeit im Paradies auch langsam jetzt bald zu Ende gehen wird. Morgen ist unser letzter Tag und am Sonntag geht es dann heim. Heute fahren wir nochmal nach Waikiki, um uns nochmal richtig mit Hawaii-Atmosphäre aufzuladen und voll zu tanken. Und ja, mir steht jetzt gerade noch nicht am Plan, außer dass ich was zum Frühstücken suchen muss, weil ich bin müde. Also los geht's. Let's do this. I'm really excited.
Hello, Diamond Head. Inactive volcano right there. Auch schon in vollem Gange und endet hoffentlich noch mal mit so einem wunderschönen Sonnenuntergang. Das ist echt nett hier. Ich glaube, ich bleib da. Untertauchen in Hawaii. Hat sich noch einen guten Plan, oder? Paradise. Ich sehe genau gar nichts. Ich habe mir wirklich einen tollen Platz ausgesucht, mich da hinzusetzen, genau gegen die Sonne. Schlau. Agnes strikes again. Naja, ich werde jetzt auch schon von irgendwelchen komischen Fliegen attackiert und ich habe Hunger. Deswegen wird das jetzt auch hier sein Ende nehmen und das ist wahrscheinlich eh besser so, dass ich jetzt mal wieder aufhöre zu reden. Aber ich hoffe einfach, dass diese Art von Video euch ein bisschen gefällt, dass ich euch ein paar Eindrücke von Hawaii ja, so ein bisschen rüber ans andere Ende der Welt, also wo auch immer ich gerade sitze, schicken kann. Und ja, ich werde schon wieder von irgendeinem Ding gedingt. Also wenn ich da jetzt eine Krabbe auch noch beiße, dann reißt. Aber ja. Okay, ich glaube, das war's. Dann starten wir mal in den... Welcher Tag ist heute? Ich glaube, Donnerstag. Ich bin etwas im Vacation-Mode. Ich vergesse ein bisschen, welche Tage es sind. Ein paar Tage haben wir noch und ich werde von jetzt dann, glaube ich, jeden Tag etwas früher aufstehen. Weil das war's von Wolfit. Und jetzt werde ich schon wieder angestaut von allen möglichen Touristen. Also lasse ich das jetzt mal. Ja, undercover. Los geht's.